Österreich und Deutschland waren die wesentlichen Geburtshelfer des Verbrennungsmotors durch den sogenannten Ottomotor, aber auch den berühmten Markuswagen. Nun könnte dem Verbrennungsmotor schön langsam aber sicher das letzte Stündlein geschlagen haben. Zumindest wenn es nach einigen Ländern geht, die nun ein sogenanntes Non-Paper nach Brüssel zur EU-Kommission geschickt haben, in dem sie einfordern, dass die EU-Kommission nun ein letztgültiges Datum für einen Ausstieg aus der Verbrennungstechnologie vorgeben. In diesem Paper, diesem sogenannten Non-Paper, das von den Niederlanden in Brüssel veröffentlicht wurde, finden sich noch weitere andere Forderungen, beispielsweise eine bessere Ladeinfrastruktur oder aber auch ein emissionsfreier Verkehr ganz generell und darüber hinaus strengere CO2-Emissionsstandards. Dieses Paper wurde neben Österreich auch von folgenden Ländern ratifiziert und mit unterschrieben, nämlich Belgien, Dänemark, Griechenland, Malta, Irland, Litauen und Luxemburg. Die österreichische Infrastrukturministerin Gewessler meint, dass ein Zeitpunkt am ehesten mit 2030 bis 2040 zu erwarten wäre, wo eben der letzte verbrennungsmotorbetriebene Kraftwagen sein Unwesen im Verkehr treiben könnte. Vielleicht ist dieses Enddatum von Seiten der Kommission aber auch gar nicht notwendig, denn viele Autohersteller, die preschen im Moment selbstständig vor und geben sich selbst ein solches Ausstiegsdatum. Beispielsweise Volvo und Ford, die möchten bis 2030 aus der Verbrennungstechnologie aussteigen, Jaguar sogar schon 2025, Porsche 2030 bis auf das Modell 911. Und auch Audi möchte 2030 aussteigen. Damit könnte, wie gesagt, der Verbrennungsmotor schon sein baldiges Ende finden. Dass der Elektromotor und elektrobetriebene Fahrzeuge eigentlich keine gar so gute Gesamtenergiebilanz haben, einen durchaus problematischen CO2-Abdruck, vor allem aufgrund der Rohstoffe für Akkus, und dass auch Kinderarbeit bei der Schürfung nach diesen Rohstoffen, Kobalt, Lithium, aber auch andere zum Einsatz kommen, das findet sich in dem angesprochenen Non-Paper nicht wieder.